Ja, hallo Luzi. Ja, hallo Christian. Ja, heute machen wir einen Beitrag hier über Hörsaalspiele im Flipped Classroom. Damit sich die Teilnehmer das vorher anschauen können. Genau, ja, Flipped Conference. Und ich würde sagen, wir geben jetzt mal einen Überblick über den Vortrag, oder? Jawohl. Ja, zunächst wollen wir uns über Studium und Spiel unterhalten. Genau, dann über Vorlesungen und Flipped Classroom als Rahmen für Hörsaalspiele. Dann wäre natürlich auch wichtig zu wissen, was ein Spiel ist und welche Funktionen es hat. Genau, wir unterscheiden analoge und digitale Spiele. Und was sind dann Hörsaalspiele? Richtig. Und dann geben wir auch sogar drei Beispiele für Hörsaalspiele, die wir ausprobiert haben im Hörsaal. Und dann geht's an die Diskussion zum Schluss. Genau, ja. Studium und Spiel, fangen wir doch vielleicht damit mal an. Studium und Spiel hängen ja eigentlich schon seit jeher eng miteinander zusammen, ne? Ja, im Prinzip war es schon in der Antike üblich, Studium und Spiel zu verbinden, aber so richtig konkret wurde es dann in der Renaissance im 16. Jahrhundert, als man versuchte, Studierende durch Preisaufgaben und Wettbewerbe zu motivieren. Genau. Und ja, insbesondere kann man natürlich jetzt hier sehen wir jetzt einen Hörsaal, ne, Vorlesung. Wir nehmen im Blick im Wesentlichen Vorlesungen als Rahmen für Spiele, Hörsaalspiele, ne? Ja. Und so eine Vorlesung ist ja letztlich, zeichnet sich aus durch, ja. Na, durch eine große Gruppengröße zum Beispiel. Ja. Und eigentlich ja, durch einen Vortrag erstmal, der oft 19 Minuten lang geht. Aber bei geschickten Dozierenden hat man natürlich Methodenwechsel dabei, und dieser Wechsel fördert Interaktionen Ja. oder gibt auch Feedback sowohl den Studierenden als auch den Dozierenden. Fördert dann dadurch natürlich das Lernklima. Man hat eine erhöhte Motivation und Konzentration im Hörsaal. Ja, Interaktion, soziales Lernen, alles dabei. In der klassischen Vorlesung natürlich im Wesentlichen durchzogen von Dozentenvortragsanteilen, die aber durchmischt werden mit Interaktionen und so, ne? Und gerade jetzt in Ansätzen, beispielsweise im Flipped Classroom, ist es ja so, dass man im Hörsaal noch mehr Raum schafft für Interaktion. Früher, sozusagen im Traditional Classroom, kommen die Studierenden zusammen und hören im Wesentlichen einen Dozentenvortrag und müssen dann anschließend alleine zu Hause üben, während im Flipped oder im Inverted Classroom der Input vorgelagert wird per Videos, um dann im Hörsaal selbst mehr Raum für soziale Interaktion zu schaffen und für Üben. Ne? Ja, und das wäre da eigentlich doch ein guter Ansatzpunkt, die Hörsaalspiele als eine Methode mal dort einzubringen. Genau, da hat man jetzt die Zeit auch insbesondere für solche vielfältigen Formen, für vielfältige Formen von Methoden, die man einsetzt, unter anderem Hörsaalspiele. Genau. Ja, die Frage ist natürlich, was ist denn jetzt eigentlich ein Spiel und welche Funktionen erfüllen Spiele? Ja, mal der Wui Zinger, der hat eine ganz eigene Definition von Spielen, die sehr oft zitiert wird. Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird. Ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des Andersseins als des gewöhnlichen Lebens. Ja, wir haben hier mal ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Da sind ja viele drin, die Huizinga auch erwähnt. Ne? Genau, Freiwilligkeit. Ja, man spielt nicht unter Zwang. Ne? Ja. Genau. Ja, einige sind auch nicht drin. Wiederholbarkeit beispielsweise hat er jetzt nicht erwähnt. Das finden Genau. andere wichtig als Element, dass man Ja. Spiele wiederholen können muss. Ne? Klar. Ja. Andere Autoren, die nennen zum Beispiel auch Lerneffekte in Spielen und halten die für definitionswürdig. Ja, Man genau. kann Ja, also es gibt letztlich keine allgemein anerkannte Definition des Begriffs. Insofern haben wir jetzt hier einfach mal alle ja, definitorischen Merkmale aufgeschrieben, Genau. die immer mal wieder auftauchen. Ne? Jawohl. Genau. Ja, und dann gibt es noch weitere Elemente, die auch immer wieder genannt werden im Zusammenhang mit Spielen. Genau, nämlich Wettbewerb, wenn man zum Beispiel zwei Mannschaften gegeneinander antreten lässt. Oder Glück, Und zum Beispiel Zufall, ne? Zufall spielt also Glück, Zufall, Zufall, jawohl. Würfelspiel und so weiter spielt auch immer eine Rolle, genau. Genau, Lotto. Oder Maske wären zum Beispiel Rollenspiele oder Theaterspiele. Und Rausch, also dass auch Flow-Zustände entstehen können, dass man sich sozusagen aufgeht im Spielen, die Zeit und alles um sich herum vergisst und sich nur mit dem Genau. Spiel befasst. All das sind ja auch Dinge, die beim Spielen auftauchen können. Wobei das natürlich auch also nicht immer nur ein Element auftauchen muss in einem Spiel, sondern es kann natürlich auch
ja, sich überlagern. Ja. Ja, genau. Und Spiele erfüllen ja auch gewisse Funktionen, insbesondere das kindliche Spiel hat ja auch zum Ziel oder erfüllt die Funktion, dass man dabei bestimmte Dinge einübt, bestimmte Verhaltensweisen einübt und damit auch lernt im Spiel Verhaltensweisen, die dann auch außerhalb des Spiels unter Umständen eine Rolle spielen, zum Beispiel für soziale Interaktionen, ne? Genau, und spätestens im Erwachsenenalter nutzt man Spiele auch als Erholung. Ja. Gesellschaftsabende kennt jeder, wo Ja. man zusammensetzt mit Freunden, soziale Interaktion und, keine Ahnung, Monopoly spielt oder so. Das ist eine wesentliche Freizeitaktivität, ja, zur Erholung. Genau. Ja, und außerdem kann man analoge und digitale Spiele unterscheiden, ne? Ja, wenn man sich zum Beispiel nach dem Spielmaterial richtet, da haben wir bei analogen Spielen zum Beispiel Brettspiele bzw. Steine oder Würfel. Karten. Genau. Und bei digitalen Spielen beschränkt sich das dann eben auf digitale Geräte wie Computer oder Laptop, Smartphone. Kann man Ja, auch spielen. genau. Ja, und nach den Vorüberlegungen jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal Hörsaalspiele genauer an, ne? Jawohl. Okay, also was verstehen wir unter Hörsaalspiel, ne? Ja, Hörsaalspiele sind natürlich Spiele, die im Hörsaal gespielt werden, unter Anleitung der Dozierenden, mit großen Gruppen. Ja. Ja. Ja, und man sieht natürlich jetzt hier, kann sich vorstellen, dass viele der Eigenschaften, die Spiele haben, auch von Hörsaalspielen erfüllt werden können, wie Wiederholbarkeit, Spielregeln, begrenzte Zeit im Raum und so weiter und so weiter. Ja, ein bisschen schwierig wird es mit der Freiwilligkeit. Darüber sollten wir auf jeden Fall nochmal diskutieren. Die Studenten kommen natürlich freiwillig in die Vorlesung unter bestimmten Bedingungen. Ja, natürlich ist aber auch so, dass sie sozusagen in einem formalen Kontext auch ja, sich jetzt nicht komplett frei entscheiden können, ja. Gut, sie müssen aber vielleicht nicht unbedingt das Spiel mitspielen, sondern können sie vielleicht auch den Genau. Saal verlassen oder so, aber dann haben sie vielleicht wiederum andere Nachteile. Also die Freiwilligkeit, das können wir vielleicht auch mal ein bisschen auf die Diskussion Ja. verschieben, dann in der Konferenz selbst, ne? Ja, mit dem Selbstzweck, das ist natürlich im Hörsaalspiel nicht gegeben. Weil es ein Lernspiel ist und sozusagen man hat einen Zweck außerhalb des Spiels. Man verfolgt ein bestimmtes Lernziel oder Lehrziel mit diesem Spiel, ne? Naja. So. Naja, entweder man übt oder lernt, beziehungsweise Erholung ist natürlich auch als Lernziel in so 90 Minuten Straffenstoff schon gegeben. Ja, beziehungsweise als Ziel, ne? Dass man sagt, man Ja. braucht mal zwischendurch eine Abwechslung. Ja. Ja, letztlich ist der Selbstzweck aber so eine Sache, naja, andere kritisieren auch dieses definitorische Merkmal überhaupt an Spielen, ne? Ganz stark wird das kritisiert, aber es ist nun mal in der ursprünglichen Definition drin. Ja, insofern, gut, es werden nicht alle Eigenschaften vielleicht von Hörsaalspielen erfüllt. Selbstzweck ist eben kritisch, aber muss ja vielleicht auch Wert. nicht. Also, wer jetzt ganz streng ist und sagt, nee, alle müssen erfüllt sein, damit man das Ding Spiel nennen darf, dann soll man das halt nicht Spiel nennen, ja. Wir würden jetzt aber sagen, na gut, die meisten der Charakteristika von Spielen sind schon erfüllt und Hörsaalspiele haben auch, ja, wirken auch sozusagen als Spiel im Raum. Insofern nennen wir das Hörsaalspiel, aber auch das können wir letztlich diskutieren, wenn da Bedarf ist. Ne? Ja. Und hier rechts oben sieht man auch, ja, man kann analoge Spiele einsetzen. Also man kann analoge Spielmaterialien einsetzen im Hörsaal, letztlich ohne digitale Medien arbeiten. Ne? Ja, obwohl man natürlich davon ausgehen sollte, so wenig wie möglich Material oder bereits vorhandenes Material einzusetzen, damit der Aufwand sowohl für den Dozenten als auch innerhalb der Vorlesung nicht so groß Mhm. wird. Ja. Ja, oder man setzt digitale Medien ein. Das wäre natürlich optimal. Ja, also entweder man hat so Klicker, Student Response Systems, die man verteilen kann, oder die Studenten haben Laptops, Smartphones und irgendetwas dabei, mit dem sie sich tatsächlich dann auch an dem Spiel beteiligen können. Ja. Vorteil? Der Vorteil wäre natürlich, dass man anonym bleibt, wenn man zum Beispiel Fragen beantwortet. Man muss nicht vor versammelter, ja, Mannschaft, vor versammeltem Auditorium seine Antwort kundtun. Ja, man hat sofort eine Rückmeldung als Dozent, wenn man nämlich sieht, wie viele Antworten richtig sind, wie viel Stoff schon verstanden wurde. Ja, und Wettbewerbe lassen sich natürlich damit auch gut in Gruppen veranstalten. Ja.
Wir haben jetzt allerdings in unseren Beispielen, die gleich kommen, im Wesentlichen mal analoge Spiele genommen, also Spiele ohne digitale Medien, können aber dann sicherlich auch, vielleicht sogar auch diskutieren in der Konferenz, wie man diese Spiele digital umsetzen könnte mit digitalen Medien oder welche anderen Alternativen es noch gäbe, diese Spiele auch ja mit in anderen Formen, anderen Modifikationen oder digitalen Medien umzusetzen. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die drei Beispiele an, oder? Ja, ich warte jetzt eigentlich noch auf Jana. Ja, Jana, wo bleibt sie denn? Ach, da kommt sie, die Jana. Ja, hallo Jana. Hallo Christian. Ja, jetzt schauen wir uns mal gemeinsam die drei Beispiele an, ne? Für Ja. die Hörsaalspiele. Genau. Genau. Ja, wir haben die eingesetzt in der Vorlesung Mathematische Grundlagen 1, Primarstufe, ne? Genau, angefangen im Sommersemester 2013 und dann fortgeführt letztes Wintersemester. Genau. Ja, die Vorlesung war dienstags 8:15 bis Ganz 9:45 Uhr. Ja, furchtbar. das spielt auch gleich eine Rolle, ne? Ja. Genau. Ja, Studierende lernen Grundschule. Genau. Und das Ganze im Flip Classroom. Genau. Inhalte waren arithmetische Inhalte, das heißt, die Studierenden sollten was über natürliche Zahlen lernen, Teilbarkeit, Primzahlen, Primfaktorzerlegung und so weiter und so weiter. Ja, und da ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man Kopfrechnen lernt oder im Kopf rechnet, was Studenten in der Regel nicht machen. Die benutzen Taschenrechner, ne? Richtig. Ja, aber warum ist es so wichtig, dass Grundschullehramtsstudierende im Kopf rechnen, ne? Ja, wenn man sich so vorstellt, man geht später in der Grundschule durch die Klasse und guckt den Kindern über die Schulter und hat dann einen Taschenrechner in der Hand, um zu kontrollieren, ob das richtig ist, das ist irgendwie nicht so gut. Nee, aber der Appell, nicht den Taschenrechner zu benutzen, hilft nichts, ne? Nee. Weil die Studierenden nutzen ihn trotzdem. Insofern haben wir uns überlegt, dass man Gehörsaalspiele durchführt, indem man Kopf rechnen muss, indem man keinen Taschenrechner benutzen darf, um letztlich auch den Studierenden deutlich zu machen, wie gut bin ich im Kopfrechnen, wo habe ich noch Übungsbedarf und so, Ja. ne? Genau, und außerdem haben wir noch Hörsaalspiele, ja. Ja, die so zu, da wo die Studenten in der Gruppe arbeiten müssen und die so ein bisschen zur Kooperation dienen. Ja, gemeinsam mathematische Aufgaben lösen. Dazu wollen wir sie anregen, Ja. ne? Genau. Ja, dann beginnen wir mal mit dem ersten relativ einfachen Hörsaalspiel, die Weidentfeitsche. Das lässt sich jederzeit relativ easy einsetzen. Man hat einen Hörsaal vor sich, dann teilt man den in zwei Hälften, links und rechts, Gruppe A, Gruppe B. Dann gibt man denen eine Aufgabe, in unserem Fall jetzt eine Kopfrechneraufgabe, können auch andere Aufgaben sein, ne? Wissenstests oder irgendwas. Also ich gebe ihnen erstmal eine Kopfrechneraufgabe. Bestimme die Primfaktorzerlegung von einer Zahl und derjenige, der aus irgendeiner Gruppe das Ergebnis als erster korrekt reinruft, die Gruppe kriegt einen Punkt. Ne? Also Ja. beispielsweise sagt man jetzt hier 15. Er ist ja einfach 3 mal 5. Ja, und hier 72. Braucht ein bisschen länger, 2 hoch 3 mal 3 Quadrat. Nicht schlecht. Das ist aber der Hammer, ne? Dann kriegt man die Studenten wirklich zum Kopfrechnen, wenn man so eine Zahl dann bringt, ne? Ja, aber das ist ja auch nicht so schwer, wenn man sich das einmal gemerkt hat. Das ist nämlich 2 mal 3 mal 5 mal 7 mal 11. Ja, okay. So schnell geht es natürlich nicht immer, sondern tatsächlich ist dann der Hörsaal teilweise ja, eine halbe Minute bis Minute ruhig und alle rechnen ganz wie wild im Kopf. Also so kriegt man die Studierenden dazu, tatsächlich Kopfrechnen durchzuführen und ja, sich auch bewusst zu machen, wo sind meine Stärken und Schwächen dabei. Ja, nehmen wir das nächste Spiel, Reihenrotation. Ja, so ein bisschen abgeleitet von dem Eckenrechnen in der Grundschule. Die Studenten, die werden auf die Reihen aufgeteilt, in gleich große Gruppen. Idealerweise sind zwischen den Reihen jeweils eine Reihe frei. Genau, dann wird eine Kopfrechenaufgabe gestellt, aber antworten dürfen jeweils nur die, die am Rand sitzen. So, derjenige, der das Ergebnis reinruft, im Beispiel jetzt Sie hier, die darf aufstehen und einmal außen rum gehen. Die Reihe rutscht eins auf und weiter geht's. So, die Reihe, die als erstes wieder in der Ausgangsposition ist, hat gewonnen. Ja, Reihenrotation. Jetzt, wie verhindert man, dass nur die am Rand denken? Ganz einfach, indem man noch das Ganze mit stille Post koppelt und alle per stille Post mitrechnen und das Ergebnis weitergeben an den Rand, zu dem der es reinrufen darf. Genau. Da hat man relativ viel Action im Hörsaal, ne? Bewegung, was insbesondere gut geeignet ist für mal in der Mitte irgendwie in der Vorlesung, Ja. zur Auflockerung, ne? Oder auch morgens um 8, damit alle wach sind. Genau. Und sich konzentrieren können auf Mathe. Genau. Ja. Ja, das dritte Spiel, was wir ausprobiert haben, mehrfach eingesetzt, ist Ring the Bell. Genau, auch dort werden die Studenten in Gruppen eingeteilt. Außerdem, allerdings müssen sie hier nur so sitzen, dass jede Gruppe einmal Zugang zum Rand hat. Jede Gruppe sucht sich einen Teamnamen, der an der Tafel aufgeschrieben wird. Und dann gibt es idealerweise Aufgaben, die mehrere Teilaufgaben haben und die die Gruppen in Kooperation lösen müssen, wo jeder so seinen Teil dazu gibt.
So, dann steht vorne eine Pädagogenglocke. Ja, Pädagogenglocke oder manche sagen auch Rezeptionsklingel, ne? Genau, also oder man kennt sie auch aus Halligalli, also auf jeden Fall steht vorne so eine Glocke. Mhm. Und die Gruppe, die als erstes meint, fertig zu sein, rennt einer nach vorne und haut da drauf. In dem Moment ist die Bearbeitungszeit vorbei und die Ergebnisse werden verglichen. Und dann bekommt jede Gruppe zu seinem Teamnamen an die Tafel geschrieben die Punkte und da gibt es auch Teilpunkte für die einzelnen Teilaufgaben und auch Minuspunkte, wenn eine Teilaufgabe falsch ist. Genau. Ja, das waren sozusagen drei Beispiele, die sich relativ einfach einsetzen lassen. Alle ohne digitale Medien, alle ohne relativ großen Materialaufwand. Also Materialaufwand ist praktisch null, kann man sagen. Ja. Vielleicht die Klingel mitbringen, ne? Aufgaben vorbereiten. Und dann lässt sich schon relativ viel machen. Ja, das Ganze erforschen wir im Rahmen eines Aktionsforschungsprojekts. Was bedeutet, dass wir die Spiele durchführen, also planen, durchführen, dann reflektieren und weiterentwickeln und damit dadurch Erfahrungen auch sammeln. Ne? Ja, und eine der Erfahrungen, die wir gesammelt haben, war, Spiele sind zum einen gut zum Einstieg, also am Anfang morgens 8.15 Uhr, alle hängen da in den Seilen und sind noch müde. Ne? Und da kann man mit so einem Spiel einfach wach machen, Aufmerksamkeit vollkommen auf den Stoffen, auf die Mathematik lenken und ja, alle dazu führen, dass sie bereit sind, sich jetzt auf Mathematik einzulassen. Ja, genau. Zwischendurch, wie auch vorhin schon erwähnt, so ein bisschen wie die Runde auf dem Schulhof für die Grundschulkinder. Einmal Bewegung reinbringen, ein bisschen Auflockerung, einmal durchatmen, dass man dann fit ist für den zweiten Teil der Vorlesung. Genau. Ja, außerdem haben wir gelernt, Spiele mit Wettbewerb, und das waren ja alle die Spiele, die wir genannt hatten, hatten Wettbewerb als Element oder Wettbewerbscharakter. Da sollte man aufpassen, wann man sie einsetzt. Ne, wenn es jetzt neue Prozesse sind, die gelernt wurden, dann ist es nicht so gut, weil diejenigen, die darin schlecht sind oder am Anfang noch Schwierigkeiten haben, demotiviert werden könnten, dass sie so langsam sind. Da sollte man es da eher am Ende einsetzen, wenn es darum geht, bestimmte Prozesse zu üben und zu automatisieren. Ne? Genau. Anders beim Kopfrechnen, das kann man auch schon direkt am Anfang einsetzen, damit die Studierenden merken, wo sie stehen und vielleicht auch einfach merken, wo ihre Defizite sind und dann über das Semester dran arbeiten können. Genau. Kopfrechnen ist jetzt nichts, was man neu lernt, ne? Sondern das sollte man ja eigentlich schon können. Und da kann man nochmal merken, okay, wo stehe ich da? Genau. Ja. Ja, und außerdem haben wir gelernt oder gemerkt, dass es wichtig ist, die Spiele nicht nur am Schreibtisch zu entwickeln, das ist klar, sondern dass man durch den Einsatz natürlich jede Menge Ideen entwickelt, wie ein Spiel noch besser durchzuführen ist, welche Regeln man noch einführen sollte oder modifizieren sollte, damit es wirklich gut funktioniert. Kaum jemand hat ja Erfahrung im Spielen mit 100 oder 150 Leuten im Hörsaal, ja, sondern da muss man ja auch erstmal Erfahrungen sammeln. Und ja, beispielsweise haben wir ja gelernt bei dem Reihenrotation, ne? Was haben wir da? Genau, am Anfang hatten wir das mit der stillen Post nicht und dann war so 3/4 der Studenten hat dann nicht gerechnet, weil ja nur die am Rand rechnen mussten und dann haben wir uns gedacht, so geht das nicht und haben dann die stille Post eingeführt, sodass dann alle beschäftigt sind. Ja, und das hat wunderbar funktioniert. Ja. Das gewinnt, solche Erkenntnisse gewinnt natürlich nur durch einen Einsatz. Ja. Klar. Ja. Ja, was ist noch sozusagen Ziel dieses Aktionsforschungsprojektes, ist die Spiele einerseits zu entwickeln, auf der anderen Seite aber auch zu untersuchen, auf deren Passung ihrer Spielmechanik, ihres Spielprinzips, des Spielkerns zu Lernzielen oder ja zu Kompetenzen, die entwickelt oder weiterentwickelt werden sollen. Ja, also das Spiel muss natürlich zu dem Lernziel passen, zu den Kompetenzen, die entwickelt werden sollen. Ja, und dann kann man die Spiele mal genauer angucken. Was ist eigentlich der Kern des Spiels? Und ja, das Ziel ist dann, didaktische Design-Patterns zu entwickeln, in denen Spiele beschrieben werden auf relativ allgemeinem Niveau, bei dem die Spielmechanik beschrieben wird. Und wenn dann ein Lehrender ein bestimmtes Lernziel oder Lehrziel hat, dann soll er sich sozusagen aus diesem Katalog ein Spiel raussuchen können, dessen Spielkern zu den zu erwerbenden Kompetenzen passt. Das ist sozusagen das Ergebnis des Projekts. Ja, darauf arbeiten wir hin und wer sich da mit uns in Kontakt begeben will, ne, oder austauschen möchte, hier sind unsere Kontaktdaten. Ja, unter anderem auch die Homepage der Playgroup Heidelberg, wo wir alle Mitglied sind und in der auch viele von den Ideen entstanden sind und wo wir viel weiterentwickeln konnten. Ja, dann würden wir sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf den Dialog mit euch, entweder online hier direkt unter dem Video oder im Blog oder ja dann auf der GMW-Tagung. Wir sehen uns.